Ja, schauen wir mal, ne? Da ist er schon. Würdest du vielleicht mal irgendwie... Dankeschön. Genau, und das kann, wie gesagt, jetzt ein bisschen dauern. Wir haben hier mehrere Quellen, wie ihr seht. Und mehrere von den Viechern. Jetzt frage ich mich natürlich, das würde mich mal interessieren, wenn wir den, also könnte der Günther jetzt quasi auch die eigenen Level-Ups, die wir gemacht haben, gegen uns verwenden? Also je weniger wir quasi Günther mit den Tränen aufgelevelt hätten in diesen weißen Räumen, wäre er jetzt dann auch umso schwächer gegen uns? Das finde ich, tatsächlich eine sehr interessante Frage. Das heißt, hätten wir uns ins eigene Fleisch geschnitten, wenn wir ihn jetzt unendlich krass aufgelevelt hätten? Das wäre jetzt so eine Frage, die ich mir stelle. Ja, komm. Er macht da hinten... hallo? Wer? Scheiße, ja. Der ist halt nicht ohne. Ja, ja. Ach so, huch. Hallo. Das Problem ist, er kann seine Waffe nur ziehen, wenn er stehen bleibt, der Horst. Ach, komm. Ja, ja, das war taktisch etwas unklug. Die lassen halt einem auch keine Zeit, ne? So richtig. Das ist schon spannend. Komm, du Spacken. Ja, komm. Okay. Habe ich sonst noch irgendeine andere Waffe? Nee, ich habe nur noch hier das Schwert, ne? Okay. Weg, 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 weg. Ich werde jetzt hier ein bisschen stiller sein, wie ihr wahrscheinlich hört. Alter, wie viele von den Viechern sind denn hier bitte? Antwort: zu viele. Es hilft jetzt alles nichts, ich muss es tun. Komm mal her. Och man.
Sterbt ihr auch mal irgendwie? Da hinten ist Günther. Günther chillt sich seine Base. Finde ich okay. Scheiße. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Habe ich hier vielleicht so eine Plattform, auf der ich in Sicherheit bin? Ja, hier zum Beispiel. Aber da kann ich ihn halt auch nicht erreichen. Das ist halt das Blöde. Ich habe ja keine Fernkampfangriffe mehr. Da, 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 da. Unangenehm. Äußerst unangenehm. Nein, nicht kriechen. Bist du des Wahnsinns, Lars? Komm mal her. Schön. Da ist ein Viech, da ist ein Viech, da ist Lars. Ich glaube, Lars und das Viech bekreuzen sich gerade ein bisschen. Das ist vielleicht ganz gut. Ach, Lars, ich meine natürlich Günther. Entschuldigung. Ja, komm mal her. Hallo. Hey, du Penner. Komm. Nicht zu sehr da hinten hingehen, weil Lars dann natürlich auf uns wartet. Komm, einmal noch. Oder zweimal. Schön. Ich glaube, das eine Viech und Lars, das sind die beiden, die uns jetzt da noch behaken. Scheiße, wie mache ich das denn jetzt? Wenn ich einen von den beiden pullen könnte, ne? Also nur einen anlocken könnte, das wäre natürlich halt schön. Ja, ich habe halt nur das Schwert. Ich habe noch viele Quellen, das ist ganz gut. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ich es irgendwie hinkriege, dass nur das eine Viech auf mich aufmerksam wird. Nicht schießen, du sollst hierher kommen. Komm. Komm. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier kein Risiko ein. Du bist so ein Wichser, weißt du das? Wie willst du mich so treffen? Das ist doch BS, ist das doch. Der Shit des Bulls. Wo kommst du eigentlich jetzt her? Bist du respawned oder was? Was willst du hier? Komm. Da hör auf rumzujammern.
Jetzt geh doch mal drauf. Komm, hörst du schießen? Komm her. Schön. So, da hinten ist Lars. Kann ich zu Lars kommen? Ohne dass er sich da aus seiner Sperre befreit. Das wäre schön. Komm her. Tut mir leid, falls das ein bisschen feige ist gerade, aber... Ja, okay, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr in Erinnerung, dass es einfach nur ein Traum war. Ist natürlich, also man kann sagen, ist natürlich eine coole Lösung. Manche würden vielleicht sagen, ist ein bisschen billig, weil, ne, das ist halt so, ja, wir haben das alles etwas abstrakter gemacht. Und es ist auch okay, weil es ist ein Traum, da geht alles, so nach dem Motto, ne. Stört mich aber nicht persönlich. Ich find's sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich bin auch froh, dass es jetzt wieder rum ist, weil ich habe das ja zwischenzeitlich schon mal gesagt, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass so ein paar qualitative Sachen, die haben mir dann doch einfach gefehlt, um so mich so zu einem großen, also ich sag mal, großer Fan ist jetzt zu viel gesagt, aber die mich jetzt das Spiel nochmal hätten lieben lassen, im Vergleich zu anderen Spielen aus diesem Genre. Ne? Also wenn ich das wirklich einfach mal so ein bisschen vergleiche mit anderen Action-Adventures, Tomb Raider oder auch was ich von Uncharted bisher gesehen habe zumindest und so und was ich auch gehört habe, da kann das hier halt nicht mithalten. Das ist auch vielleicht nicht unbedingt notwendig. Wie gesagt, das... Ah, der erzählt da nochmal was. Das ist vielleicht auch nicht notwendig und es ist vielleicht auch gar nicht möglich, denn ich glaube nicht, dass hierfür ein großes Budget zur Verfügung gestellt wurde. Für die damalige Möglichkeit, die man hatte, rein technisch, ist es sicherlich okay. Es ist nicht besonders ausgefeilt in mancher Hinsicht. Wie gesagt, einfach, dass so elementare Soundfiles einfach fehlen, dass die Gegner keine Geräusche machen.
Ich weiß nicht, ob das nur bei mir jetzt irgendwie so ist oder ob das generell einfach im Spiel nicht vorhanden ist, das weiß ich jetzt nicht. Ja, letztendlich war es jetzt so, dass ja, die Engel gesagt haben, sie wissen, dass sie oder dass wir ein gut, ja, wie soll ich das ausdrücken? Dass wir etwas Gutes vorhatten. Unser Bruder ist leider tatsächlich verloren, wir können ihm nicht helfen. Seine Seele ist einfach ja, für alle Zeiten weg, sozusagen. Und dadurch, dass wir jetzt alle vier Herzen haben, komplett, sind wir jetzt zum Hüter der Herzen geworden, bis zum Tag des der jüngsten, oder Tag des jüngsten Gerichts, Judgment Day. Das heißt, im Prinzip, ne, sind wir jetzt halt da gefangen. Unsere Seele ist jetzt halt auch schwarz befleckt, weil wir jetzt Teil des Shadowlands geworden sind. Aber wir haben es natürlich alles nur geträumt. Ejo, ejo. Ja, Black Element Software, genau. Das ist, da kommen jetzt die Credits nochmal, weil sie so relativ kurz waren. Wie gesagt, es ist ein nettes Spiel. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Zusammenfassung. Es ist kein Meisterwerk, bei weitem nicht. Es ist aber auch kein schlechtes Spiel. Es ist ein nettes Spiel. So. Mehr aber auch nicht. Und das muss es auch nicht sein. Wie gesagt, man kann es spielen. Man sollte halt so ein bisschen, also man sollte schon eine gewisse Toleranz gegenüber technischen Fehlern haben. Oder technischen, im Englischen sagt man ja Flaws, also so technischen Unausgereiftheiten, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ihr habt es ja selber gesehen, vielleicht auch damals schon, als ich es zum ersten Mal Let's Played habe. Ja, technisch einwandfrei ist was anderes. Die Atmosphäre fand ich mit die größte Stärke des Spiels. Also durch alle Levelbereiche, jeder Levelbereich, ob es jetzt am Anfang das Mittelalter war, dann Ägypten zum Beispiel, dann die Shadowlands, also diese Sumpfgegend auch, oder das jetzt gerade halt, was die Shadowlands waren, das Ende jetzt. Schon cool gemacht, schön abwechslungsreich, gerade auch in Ägypten, wie wir uns so ein bisschen auch vertikal durchs Level bewegt haben, ne? Also das in den Leveln, dass man nicht immer nur nach vorne oder seitwärts läuft, sondern dass man auch manchmal nach oben muss und manchmal nach unten, so diese Vertikalität, finde ich halt auch ganz cool. Das gibt den Leveln halt im wahrsten Sinne des Wortes nochmal mehr Tiefe. Und ja, das haben sie schon gut gemacht. Also da haben sie sich schon ordentlich was einfallen lassen. Gegner waren auf jeden Fall interessant auch. Das Balancing, ich weiß nicht, also so ganz, ich habe es jetzt auf leicht gespielt, muss man dazu sagen. Ich finde den Unterschied zwischen leicht und normal einfach zu krass. Also ich, vielleicht war ich auch einfach zu unfähig, aber für das, wie ich normal empfunden habe, und ich weiß, dass ich damals auch einige Probleme hatte auf normal, so war es jetzt auch nicht. Ich finde normalen Takt zu schwierig und leichten Takten zu leicht. Also eigentlich hätte es da noch was dazwischen geben müssen, finde ich, was normal ist. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Keine Ahnung, ob das jetzt auch so von anderen gesehen wird. Kann ich nicht einschätzen, möchte ich nicht einschätzen. Erzähl uns mal einen, Lars. Genau, ja. Vielen lieben Dank für alle Kommentare, für die Likes, für euch, ne, an euch, die ihr das hier gesehen habt als Projekt. War sehr, sehr schön, mal wieder so ein bisschen oldschool etwas aufzunehmen, ohne Stream und so. Ich könnte mir vorstellen, dass ich künftige Projekte wieder mit Stream mache. Ich muss noch mal genau gucken, wie ich das jetzt am besten für mich löse, ob ich dann unregelmäßig einfach die Streams mache, nicht mehr mit festen Streamtagen. Ich glaube, dafür, da würde ich mir, das wäre der beste Kompromiss für mich persönlich aktuell, auch rein zeitlich gesehen. Dann streame ich halt einfach, wenn ich gerade Lust habe und nicht an festen Tagen oder so, hatte ich überlegt. Und ja, habe auch einige Spiele im Hinterkopf, die ich ganz gerne machen wollen würde. Ich werde jetzt noch nicht verraten, was vielleicht als nächstes kommt. Da muss ich mich noch ein bisschen entscheiden. Aber ich habe da so ein, zwei Pläne auf jeden Fall. Für die Zukunft, ja, was man so machen könnte noch zum Beispiel, ne? Vielen lieben Dank natürlich auch an Alex, der hier als Gastkommentator dabei war. Ich hoffe, euch hat auch diese Session sehr, sehr gut gefallen. Die war sehr, sehr lustig. Und ja, wie gesagt, auch an euch alle. Danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave.